Hi. Was ist denn das auf einmal? Warum leckt's auf einmal? Moin, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon im Emerald Randomizer Nuzlocke Challenge. In der letzten Folge haben wir das Magma-Versteck gemacht und abgeschlossen. Mit teilweise echt nicht so einfachen Kämpfen. Boah, ist meine Box hier scheiße, jetzt mal ganz im Ernst. Oh, ich sollte aber vielleicht mal, Ich kann das Item hier nicht nehmen. Aber Steckdose kommt wieder ins Team rein. Ich weiß halt nicht, ob ich dich nochmal brauche. Ich denke es. Ja doch. Tyran gönnt sich mal eine Pause. Vor allem in der letzten Folge ist mir nämlich aufgefallen, dass der sau viel gemacht hat. Ich gehe mal zum Aqua-Hideout und guck. Guck mal nach, was denn jetzt da abgeht. Ob ich da lang muss? Ich habe nämlich ehrlich gesagt keine Ahnung. Was willst du mit Team Aqua? Unser Boss ist hier. Ja, wieder das hier. Was willst du? Unser Boss ist in Slateport. Warum er weg ist, sage ich nicht. Sehr gut, dass ich jetzt noch Fliegen dabei habe. Aber stimmt, das kommt ja jetzt. Slateport war das. Hier das? Jawohl. Rüber nach Slateport City. Ja, ja, wir wollen mit unserer Erkundung weitermachen. Das ist toll, Captain Stern. Danke, dass du mit uns geredet hast. Weg mit den Interviewern. Ja, das war mein erstes Mal, dass ich fürs Fernsehen gefilmt wurde. Oh, moin Günther, siehst du gut aus. Wir haben eine tolle Erkundung gemacht. Eine tolle Entdeckung gemacht auf unserer letzten Erkundung. Wir haben eine Unterwasserhöhle auf Route 128 gefunden. Wir denken, es ist der Ort, an dem Pokémon lebt, das lange ausgestorben ist. Ja, wir nehmen das. Team Aqua reist jetzt raus. Was? Irgendwelche nutzen ein Megafon. Wo kam das her? Vom Hafen, sie versuchen, das Schiff zu nehmen. Moin, moin. Ah, nicht du schon wieder. Niemand kann uns jetzt aufhalten. Oder folgst du uns etwa jetzt zu unserem Hideout? Hahaha. Warum würde Team Aqua mein Submarine Erkunder 1 stehlen? Ich habe keine Chance gegen sie. Oh, das heißt, ich musste jetzt hier hin, nur damit ich sofort wieder zurück kann. Das war eine sehr lohnenswerte Reise. Jetzt mal for real, wie dumm ist das? Ich bin hier hingegangen, um zu erfahren, dass ich nach Slateport muss und jetzt muss ich wieder hier hin. So, Aqua Hideout. Hier habe ich auch noch einen Encounter, oder nicht? Können hier schon welche spawnen? Ich glaube nicht. Deswegen hatte ich auch noch keinen. Oh, hi. Ja, ich bin's. Frag mich ja nicht, warum die jetzt auf einmal nicht mehr den Eingang bewachen. Ey, komm! So. Ich werde ähnlich vorgehen wie letzte Folge mit sehr viel Spulen. Wie gesagt, erstens will ich das Projekt in nicht so ferner Zeit mal rumkriegen. Zweitens ist es nicht spannend. Hier im Moment. Aqua halt, oh nein. Ja, du schiebst hier Wache. Was ein hässliches Kackviech. Töte es. Special Defense geht weit hoch. Töten. Und da hat sie verloren. Alter!
So. Jetzt ist nur die Frage, zählt das als mein Encounter? Das ist jetzt die Frage. Fakt ist, selbst wenn... Kann sein, dass ich hier mal dann Vetorecht einlege, wenn der Encounter wirklich super in mein Team passen würde. Oh ja, den Meisterball, lel. Wenn der Encounter wirklich super in mein Team passen würde, kann es sein, dass ich dann Vetorecht einlege und sage, doch, ich nehme das noch mit, wenn hier überhaupt Pokémon spawnen können. Jetzt mal so ganz, ganz ehrlich gefragt. Im Team Magma versteckt konnten, welches Spawn. Ey, das ist schon wieder innerhalb von wenigen Minuten zweimal dasselbe Viech. Das sind beides Flugtypen. Nochmal dieselbe Kombo. Günther trifft sich selber, wird gehittet, beide tot. Wer ist der letzte Gegner? Günther wird Level 36. Wenn er sich noch nicht voll entwickelt hätte, dann wäre es... Yeah. Oh, wow, 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 wow. Günther, du machst gar nichts. Ich wollte gerade auf Tyrann wechseln. Ja, ich hoffe einfach, du hittest dich selber. Mach ein Biss. Was das Ding rausnimmt, ist letztendlich sowieso Overheat. Zack. Gegen Vierfachschwäche kann das Ding nichts machen. Oh, ich habe gewonnen. Ja, wir haben, ja, sie haben eben gerade gesagt, dass sie das Schiff geklaut haben. Überraschung. Das wäre mir nicht aufgefallen, tatsächlich, ohne die Hilfe. Das haben wir, glaube ich, noch so ziemlich gar nicht gesehen, kann es sein. Naja. Genau das Viech sehen wir auf jeden Fall nicht mehr. Jetzt haben wir die Wahl zwischen hier... Okay, Nestball. Und hier. Eine Treppe. Moin, nächster Rüpel. Ich habe auch keine Ahnung. Wow. Das hat so wenig... Alter, ich hätte fast meinen Stuhl weggeworfen. Das kann doch nicht sein, dass ein fucking Plusel mein Günther rausnimmt. Was? Scheiße, Mann. Was war das denn? Wie kacke, ich habe einfach meinen Günther verloren. Stirb. Aber qualvoll! Dieser Scheiß Kerl! Was ein Bullshit! Günther ist raus! Ich sollte nicht auf Vulko gehen. Der kann... Der würde mit, Intensität zu sehr auf Steckdose reinhauen. Ich habe keine Ahnung, was dem sein Zweityp ist, ist das Problem. Auf jeden Fall irgendwas, das... Also ich habe gedacht Wasser oder Flug. Dementsprechend war der Donnerblitz. Ich weiß, dass das beides nicht sehr effektiv ist, aber... Ah, ich bin so salty gerade! Als ob ich meinen Günther verloren habe. Und auch noch den, den der Surfer kann. Ja. Bin ich schon am Ende oder was? Hier ist die Submarine. Den der Surfer kann halt auch noch. Das heißt, entweder muss ich noch wen anders finden, der es kann. Oder ich muss Günther jedes Mal noch mitnehmen. Überraschung! Ich kann vielleicht hoffen, dass... Nee, nie im Leben kann Despota Surfer. Nie im Leben kann Despota Surfer. Und was ist mit den FPS? Oh, das ist schon wieder ein Admin. Hätte man sich irgendwie denken können. Matt Kaplinski.
wär's vor... Oh Gott! Vor allem, wenn Günther jetzt vorne wäre. Das wäre sehr einfach für mich. Stirb! Alter, ich habe zumindest gerade Glück mit den Crits. Was ist Glayla? Ach, natürlich! Warum denn keiner? Okay, hat man sich irgendwie ein bisschen auch Glaze. Komm. Du willst eine fette Respektschelle. So, Matt ist weg. Beyblade kriegt ein Level. Könnte ich vielleicht irgendwann auch mal nutzen. Der Boss ist weg. Ja, das war's dann schon wieder, oder was? Ja, bin wieder am Anfang. Wow, das Aqua-Versteck hat richtig gerissen. Nur toll. Ach, stimmt. Ich muss ja eh ein neues Pokémon ins Team nehmen dafür. Ich habe ja mehrere Wasser-Pokémon. Die können... Da kann bestimmt wer Surfer. Hier, Anton. Dich würde ich am ersten nehmen. Und damit haben wir den zweiten Toten. Günther und Fragezeichen, man. Irgendwie passend, aber nicht schön. Wir müssen jetzt zu... Keine Ahnung, denkt ihr, ich lese die Texte. Ich glaube, irgendwo... Keine Ahnung. Könnte sein, dass ich da lang muss, wo der eine Typ... Ja, wahrscheinlich muss ich da lang, wo der eine Typ seine Weilma trainiert hat und ich deswegen nicht lang konnte. Das wäre eine neue Route. Also, wenn du das nicht hättest lernen können, hätte ich dir auch... Alter, was ist das für ein scheiß Moveset? Das ist ja grottenschlecht. Vor allem habe ich jetzt die tolle Situation. Obwohl Beyblade ist ja zumindest derzeit schon angelevelt. Mein scheiß Bag ist voll. Ich gehe mal verkaufen. Dass Günther einfach raus ist. Das kann nicht sein. Habe ich irgendwas anderes? Das wäre für Anton noch ein... Hier, das nehme ich nicht. Das könnte ich mal nutzen. Ich habe sogar noch Schutz und habe ihn übersehen. Ich sortiere jetzt einfach mal ein bisschen aus. Hier, ich brauche halt nicht so viel von diesen Einzelnen, wo ich die Full Heals habe. Dann noch. Ich wollte gerade sagen, das wäre ja gut für Blizzard. Ha! Ha! Das fuckt mich so ab gerade. Das fuckt mich so ab. Ja.
Ich sollte vielleicht mal gucken, ob ich hier auch noch mal... Ich meine, ich habe ja die Kohle. Kann ich mir auch ein bisschen was hier holen? So, dann geht's jetzt weiter. Ah, habe ich ja schon in der letzten Folge angekündigt, dass auf euch ein komisches Geräusch wartet, weil die Videoverarbeitung fertig ist. Die wurde nur verlangsamt. Ich hoffe, es ist ein Encounter. Ich weiß nicht. Okay, wirklich viel ausmachen tut's jetzt nicht. Sag so, das war gerade ein Crit, das heißt, ich kann nochmal machen. Wenn's drin bleibt, dann nehme ich's mit, aber. Und jetzt habe ich Tyrann gerade nicht dabei. Junge! Ich sollte vielleicht eher Flygon ablegen. Nee, das ist Schwachsinn. Ich denke, der tankt's am besten. Kein Nestball, Ultraball. So. Nö, Girafarik. Nochmal umkehren, ja, Despotar auf 6. Und das ist ja noch hier die Stadt. Ja, zack, zack, zack. Du bist nicht im Grave, du bist hier und du bist hier und kommst hier hin. Alter. Aber vor allem, das große Problem ist ja, im Moment, ich habe zwar noch ein paar starke Pokémon, aber vor allem, wenn die Liga kommt, werden solche Verluste wie dieser natürlich ganz... Oh, der hat sich gerade weggedreht um. Dann werden solche Verluste noch mehr schmerzen als im Moment. Ich wollte Thunderbolt. Schön. Ein Glück, dass mich das so sehr interessiert, was du mir erzählst. Und wie kommt man an das Item? Ah, Aerodactyl. Warum war das nicht mein Encounter, Alter? Sondern du! Hier, das da wäre ein cooler Encounter. Lass mich fliehen. Ja, klaro. Gut, dass ich so viele starke Wasser-Pokémon dabei habe. Ist mein Ernst, das tut so weh. Feuer-Pokémon sind jetzt so gut gegen mich. Raus mit dem Teil. Obwohl, ja, okay, ich habe ja auch noch Gestein. Ja, okay, da war jetzt bei dem gerade eben das Problem, dass es auch einen Kampftyp hatte. Ich habe schon letzte Folge ein stärkeres von den Dingern besiegt und das hat genau denselben Bullshit gemacht. Und jetzt tschüss. Aber jetzt mal im Ernst, könnte ich Taucher schon haben? Oder habe ich Taucher schon eher gesagt? Ich glaube nicht, dass ich den verpassen könnte. Nö. Das hier ist doch irgendwie... Der will diese komischen Splitter, die man an manchen Orten irgendwo findet.
wusste gar nicht, dass... Ja, okay, war wahrscheinlich... Ich hab diese Stadt komplett vergessen. Natürlich ist es kein Trainer. Ich bin jetzt in der Stadt. Aber die Frage... Ja, Encounter. Oh, damit bin ich schon deutlich zufriedener. Ein Yugong ist echt cool. Aber nicht, wenn's das macht. Yugong würde ich schon gerne einpacken, so. Das Problem ist, dass ich übel Angst habe, jetzt irgendwas zu benutzen. Ich will das Ding nicht töten. Es wird nie im Leben so drin bleiben. Aber ich habe ganz und gar keinen Bock, mit dem Biss es zu töten. Es bleibt drin! Jawohl! Sehr schön! Günther ist weg, aber das hier ist auch ein schönes Wasser-Pokémon. Warte. Ah ja, doch, so war das. Mein originales Team-Himmel-Let's Play. Der alte Held. Bob, das Yugong. So. Und da ist jetzt die Frage, denn ich muss sagen, wenn wir hier jetzt, Move? Also, warte. Das ist nur für einen Moment, dass ich wieder Tyrann rausnehme, der kommt gleich wieder rein. Ich muss mal kurz beide im Team haben. Und zwar erstens, um zu prüfen, das kann doch, ja, Bob auch lernen, ne? Hier, das sind gute Attacken, Anton. Vor allem jetzt. Ja, dann ist es eindeutig. Ente, herzlichen Glückwunsch. Damit hast du es geschafft, Eponym zu unterbieten. Mit der kürzesten Teammitgliedschaft im gesamten Spiel. Du wirst jetzt ersetzt durch Bob. Alter, schon wieder die falsche Richtung. Ich krieg einen Fall. Ja, das war Entes Siegeszug. Das mache ich dieses Mal jetzt nicht so, aber in meinen nächsten Challenges werde ich es vermutlich dann auch so machen, dass jetzt Ente tot wäre. Ein Pokémon, das mal im Team war, die einzige Möglichkeit, es abzulegen, ist tot. Wenn man es ablegen will, ohne dass es stirbt, dann stirbt es dadurch. Das gibt es, das machen viele. Und das ist wirklich keine... Oh, irgendwie kampfhausmäßig, garantiert nicht. Und hier haben wir die Arena, in die es jetzt noch reingeht, würde ich sagen. Ich sehe keinen Grund, warum nicht. Oh nein, die Kek-Arena. Yo, moin, Günther. Hier gibt's eigentlich Psycho-Pokémon, aber ne. Der Knopf bringt mir auch nichts. Wenn ich hier drauf gehe, verschiebe ich die beiden. Man verschiebt hier einfach alles. Das ist Schalterrätsel eigentlich. Und wir haben zwei Keks. Haben wir so und so. Und beide tot. Jawohl. Schön. 35, 36. Bob kriegt leider keine... Also, ich muss sagen, dass Günther weg ist, ist schon ein harter Rückschlag. Aber Bob ist tatsächlich ein Ersatz, mit dem ich gut leben kann. Yugong ist ein schönes Pokémon. Will ich mich nicht beschweren. Nächste Runde. Wieder Doppelkampf. Nidorina und... Aha. Also, ich habe gerade leider nichts draußen, das ein Ninja-Turm sehr effektiv trifft. Daher muss ich auswechseln.
trifft das Ding, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, Sandsturm trifft das Ding nicht. Wie kacke ist das denn? Wie dumm! Wie dumm die einfach sind! Irgendwie, das ergibt keinen Sinn, aber wie dumm einfach der Sandsturm tötet das Kackding einfach in einer Runde. Und Alter, habe ich nicht getroffen oder macht das echt so wenig Damage? Okay, ich sehe gerade auch das Level. Ist das Ding Only Poison im Moment? Das müsste doch eigentlich auch ein Bodentyp sein. Ja, cut. Lel. Wow. Aber die Level, ich bin underleveled, muss man so sagen. Das könnte wirklich noch schwierig werden. Es kommt auch noch Teleport. Warte, wenn ich weiter will, muss ich sie... So kann ich links weiter, aber ich will die beiden trotzdem mal besiegen. Nächste Runde. Hier 36 haben die Arena-Trainer. Elektro ist nur neutral auf Landtouren, da es selber ein Elektro-Typ ist. Deswegen hat ich mir gedacht, macht das so rum mehr Sinn. Scheiße, das hat sogar Blitzfänger. Naja. Das war's. Bob hat ein Level. Ehrenmann. Ehrenbob. So. Dann wird's Zeit. Ich weiß nur nicht, wo lang... Also jetzt bin ich eh schon zurückgelaufen. Das heißt, ich hab... Hier muss ich später lang. Danke dafür. Ach, das stellt auch die um. Damit stelle ich die um. Ich komme hier so aber nicht zurück. Also jetzt erstmal Kampf. Oder auch nicht, hallo? Ja, sehr starkes Pokémon. Tschüss! Das letzte, an das ich denke, ist jetzt irgendwie noch ein Pokémon an einen Kleinstein zu verlieren. Minun war schlimm genug. Ich kann es nicht so einstellen. Oder doch, warte. Wenn ich jetzt... So, nee, was laber ich? Solange der Weg für mich da hinten frei wäre. Ah, doch, klar. Ich muss ja sogar den Weg nehmen. Was sind denn hier für Kack-Pokémon unterwegs? Das ist doch keine Arena. Doch. Das geht, jetzt muss ich nur wieder... So. Ich kann mir denken, wo ich den verpacke. Ja. Hier werde ich den grünen Schalter finden. Wen tue ich an zweite Stelle? Tyrann. Ich meine, der Sandsturm wird Steckdose nerven, aber... Ich bin optimistisch. Ninjask und Dingster. Ja, vor allem Dingster ist ein sehr starkes Pokémon. Schade, ein Schwertanz dir nichts bringt, ne, Ninjask? Ah, verfehlt. Mach mal so. Reicht nicht wirklich, aber er ist zurückgeschreckt. Und tot. Easy. Nochmal, dann kann ich hier nächsten Double triggern.
Nidoqueen ist komplett. Jetzt mal im Ernst, ich hab nichts mehr gegen Nidoking und Nidoqueen im Team. Obwohl doch Boden. Ich müsste aber beide auswechseln dafür. Ich würde sagen, erstmal das Kleinvieh wegmachen. Und hoffen, dass der Rock Slide zumindest ein bisschen was macht. Jetzt bringt's absolut nichts mehr drin zu bleiben. Das Problem ist, ich darf eigentlich nicht auf Vulko wechseln. Ich muss aber. Der beides stärker Safe Call. Boys. Ja, das ist jetzt die Sache. Wenn ich jetzt den benutze, kriegt Tyrann übel einen auf die Fresse. Ich muss so machen. Es lebt! Uff. Was für Erholung. Bin ich kein Fan von für eine Randomizer. Level 36, so. So, zweimal den und einmal, zweimal den. Hier ist der grüne Schalter. Nee, warte, bin ich dumm? Ja, nee. Rot ist noch so, wie es sein soll. Das heißt, jetzt kann ich hier lang und bin bei den Arena-Leitern. Und zwar in einem Doppelkampf. Das ist das große Problem hier. Ich hoffe wirklich, die gehen nicht zu sehr ab. Komm! Ich habe gerade überlegt, weil die Folge schon ziemlich lang ist. Sie sind Zwillinge. Psycho-Zwillinge. Die sich telepathisch unterhalten können. 4 Pokémon. Im Original sind ihre Signature-Pokémon Sonfel und Lunastein. Und hier sind ihre Signature-Pokémon overleveled! Psycho-Kick. Doch, Tyrann. Der Sandsturm wird jetzt wieder Probleme machen. Was, das Togetic lebt? Nein! Hat's nicht gemacht, das scheiß Grumpig. Auf beide, nein. Oh Gott, ey, es ist so schlimm. Ich muss einfach hoffen zu hitten. Junge! Jetzt trifft er sich nochmal selber. Wird Zeit, das Ding rauszunehmen. Und Hyper Potion. Alter. Steckdose geht raus. Und das Viech lebt. Steckdose geht garantiert raus. Und du triffst jetzt endlich mal das Grumpy. Ja, genau, Fire Punch. Das macht gar nichts. Nein! Das kann nicht sein. Was ist heute los? Was ist heute los? Steckdose ist auch fast tot. Ja, sehr schön. Ein Boden-Pokémon. Sehr gut, dass ich so viel gegen Boden machen kann. Mit Elektrogestein und Feuer. Mann!
Ja. Ich gehe auf Double Rock Slide. Das Ding double teamt. Das Ding ist ein Heslon. Trefft euch halt beide selbst, ihr Dummen. Ich war noch nie so salty wie heute. Grumpig ist tot. Ich bleibe auf Double Rock Slide. Eins ist tot. Der hat eine Zitronenbeere. Hier bleibe ich auf dem Rockslide. Obwohl. Ja, doch, doch. Hier bleibe ich auf dem Rockslide. Hier gehe ich auf Nummer sicher. Jetzt ist die letzte Prüfung, ihn zu treffen. Alter, der Damage. Nein! Es lebt! Tyrann kann eigentlich nicht drin bleiben, aber. Rocksmith. Komm, Beyblade. Falsch rum. Beep, beep, beep. Vulko, du bleibst drin und versuchst mit Rock Smash zu hitten. Tyrann, du gehst raus. Nein, du Ehrenloser! Was hatte ich für eine Fähigkeit auf Beyblade? Levitate! Aber das Ding ist ein Hurensohn. Ich sag's, wie es ist. Das Ding ist ein dreckiger Haufen Scheiße. Komm, ein Hit und ich hab's. Du willst mich doch komplett verarschen! Verdammte Scheiße, willst du? Es wäre ein Zehner gewesen! Ich geb dir gleich so, ich schlag hier gleich alles zusammen. Digga, jetzt hör doch auf mit deinem Double Team. Alter. Das war mein Stuhl. Ich zock hier jetzt in der Hocke weiter. Also, ich hoffe, ihr habt Zeit. Das könnte nämlich noch eine Stunde dauern! Noch ein Rock Smash tankst du ja wohl, Vulko. Ja, der geht nicht mal auf dich. Wow, ich hab mal mit einer Sache getroffen! Auf das. Yo! All meine Werte sind höher. Vulko, du machst den. Für dich reicht sogar eine Super Potion. Ja! Gott! Jesus Christus im Himmel! Dieser Randomizer ist innerhalb dieser einen Folge komplett aus dem Ruder gelaufen. Ich habe noch nie so ein Video aufgenommen. Ich habe noch nie so geraged. Zwei Pokémon verloren. Fuck! Es wird so schwer, weiterzukommen. Es wird so schwer, noch was zu erreichen. Dieser Randomizer ist so auf der Kippe. Vor ein, zwei Folgen hätte das noch niemand gedacht. Aber die Gegner werden inzwischen komplett overpowered. Und mein Team bricht auseinander. Mein Team zerfällt. Es ist schrecklich.
das zweite Pokémon, das wir heute verloren haben. Und das hier ist alles, was ich in der Backup-Box habe. Wir haben zwei hässliche Wasserviecher. Ein Banett. Ein Girafarik und ein Penis. Am ersten nehme ich Banett. Ich bräuchte ein starkes Pflanzen-Pokémon. Mal im Ernst, die Encounter, die ich noch habe, sind begrenzt. Bitte, wenn ihr noch irgendeinen Ort wisst, wo ich einen Encounter noch nicht geholt habe, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin am Verzweifeln. Wenn ich das hier so sehe, drei Pokémon sind innerhalb der letzten paar Folgen gestorben und wurden jetzt ersetzt durch deutlich schwächere. Wir haben noch diese Standardbesetzung mit Despotar, Vulko und das wundert mich so sehr. Ich war mir so sicher, dass Blitzer der Erste ist, der stirbt. Und jetzt ist er einer der letzten drei ursprünglichen Überlebenden. Diese Folge habe ich hoffentlich ein paar von euch geschickt, weil wer das nicht gesehen hat, das war... Uff, diese Folge ist sehenswert. Und nächstes Mal geht es auch noch in Richtung Story-Finale. Es wird nicht leichter. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao.